Hallo Freunde, ich grüße euch wieder mal zu einem neuen Video. Schön, dass ihr reinguckt. Und was machen wir heute? Heute werden wir den richtig geilen Film uns angucken. Es war richtig viel Arbeit, Leute. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Arbeit das war, das so zusammenzuschneiden, dass es so cool aussieht. Ich habe auch die ganzen Anbauteile. Ich habe alles dran gebaut, ne? Wie ich es gesagt habe. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich möchte auch nicht zu viel verraten. Deswegen würde ich als allererstes vorschlagen, wir gucken uns den richtig coolen Film an. Und dann sehen wir uns natürlich wie immer nochmal hier zurück. Also viel Spaß dabei. Ich hoffe, es gefällt euch. Bis gleich. Ja, Freunde, da sind wir wieder zurück und es war richtig viel Arbeit. Ihr habt gesehen, ich musste so viel aufnehmen und Spaß gemacht hat es natürlich trotzdem. Hier ist nochmal der Crawler, der Bulldog Crawler. Moment mal, stellen wir den mal hier hin. Also ich muss echt sagen, dass mir der Panzer gefällt. Der gefällt mir wirklich.
Wo ich noch nicht mit zufrieden bin, ist mit der Schussfunktion. Na, da bin ich noch nicht ganz pari mit. Also mir gefällt das noch nicht ganz. Was mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefällt, ist der Antrieb. Vor allen Dingen, dass man auch die Gleiträder hier austauschen kann, wenn man möchte. Aber als allererstes möchte ich noch eine kleine Sache beim Bulldog zeigen. Und zwar, ihr habt ja gesehen, wie cool der gefahren ist. Ich habe nämlich hier ein bisschen was verändert. Ich habe hier so ein, ja, wie soll ich sagen, das ist so ein eingerolltes Tarnnetz, habe ich hier gemacht. Dann habe ich hier so eine Kette drum gemacht. Die Räder, die Felgen sind auch in Oliv lackiert. Genauso wie die Verstrebungen hier an der Seite. Das ist so ein im Alu-Style. Ne? Ansonsten habe ich noch anderes Öl in die Dämpfer reingemacht. Ich habe jetzt nicht großartig noch was verändert, aber an sich optisch sieht er auf jeden Fall aus wie so ein kleiner Wüstenbuggy. Hier habe ich so ein Tarnnetz gemacht, ne, kann man sehen. Das ist, damit man den Akku jetzt nicht sofort sieht am Anfang. Ja, ich habe hinten die hintere Achse auch lackiert in Oliv. Ne, ich habe da jetzt nichts großartig abgeklebt oder so, Leute. Ne. Ich habe das ganz schnell mal eben so zwischendurch gemacht. Ich finde, das passt optisch echt cool, ne, mit der Karosserie zusammen. Also das war mein erster kleiner Film dazu, den ich gemacht habe. Mit dem Panzer kommt das natürlich ganz anders rüber als wie gewohnt mit den normalen Autos so. Das ist natürlich so ein bisschen actionreich auch, ne? Das kommt ein bisschen, so ein bisschen Filmgefühl kommt rüber. Und das ist das, was ich echt irgendwo, ich hätte es nicht gedacht, aber ich finde es echt, echt geil, ne? Also damit zu arbeiten, das macht mir Spaß. Ich würde auch wieder so ein Video machen. Natürlich ein bisschen noch aufwendiger und wollen wir mal abwarten, wenn jetzt der Herbst kommt. Dann so mit ganz vielen Blättern und so, ein bisschen Wind, vielleicht ein bisschen Regen auch. Ich habe gelesen, dass wohl jemand auch in Regen damit fahren kann, beziehungsweise durch Pfützen. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Ne? Ich meine, es ist ja nicht schlimm, wenn die Ketten jetzt anfangen würden zu rosten, aber wenn sie dann so doll rosten würden, dass sie nicht mehr zu gebrauchen sind, dann wäre das natürlich auch schade. Auch rein optisch würde das natürlich cool aussehen. Ja, mir gefällt der Panzer. Ich kann ihn noch mal ganz kurz anmachen, ne? Wenn ihr das wünscht. Ich mache den mal kurz an. So, wenn ich ihn gestartet habe, leuchtet hier dieses kleine Lämpchen. So, dann mache ich hier an. Und dann kann man hier auf Start drücken. Ein bisschen leiser machen. Hier kann man die Lautstärke einstellen. Also mir gefällt der ganz gut. Man kann die Kanone heben und auch senken. Ups. Er ist auf jeden Fall, nochmal ausmachen. Steht man gar nichts. Jetzt ist schon wieder schön ruhig. Man kann ihn auf jeden Fall in einigen Sachen benutzen, wo man denkt, da kommt er nicht rüber. Ich meine jetzt zum Beispiel in einer Erhöhung von ungefähr so 45 Grad laut Anleitung schafft er. Ne? Also das wäre dann ungefähr so, ne? Würde er problemlos schaffen. Ich habe jetzt keinen Ansteig, also keinen Anstieg irgendwie, so einen kleinen Hügel habe ich jetzt nicht gehabt, wo ich das mal ausprobieren könnte. Das werden wir natürlich auch nachholen, ne? Machen wir. Was ich auch cool finde, ist, dass er ganz, ganz langsam anfahren kann. Und das ist das, was ich gehofft habe an diesem Modell, dass es
hundertprozentig so langsam ist wie möglich. Und das kann er, das finde ich gut. Mein Fazit ist, es lohnt sich, den zu kaufen, aber ganz klar, man muss auch die Möglichkeit haben, damit zu fahren. Und ganz wichtig, ich würde auf jeden Fall euch raten, mit Metallketten zu kaufen. Weil mit Metallketten ist allein schon auch vom Gewicht ein großer Unterschied. Ne? Ich schätze, also vom Gewicht her, der wiegt jetzt so 4,5 Kilo. Wiegt bestimmt der Panzer, der ist echt schwer. Ne? Ja, mal gucken, was wir beim nächsten Mal machen. Ne? Ich sag dazu nichts, lasst euch da einfach überraschen. Mal gucken. Ich muss ja auch ein bisschen Zeit haben. Und wie ist das Wetter wieder? Genau, heute ist es wieder. Genau, Regen. Schon wieder Regen. Ganz klar. Nichts Besonderes in Deutschland. Ich denke mal, beim nächsten Mal können wir so ein Zwischendurch den Panzer nochmal kurz dran nehmen. Dann baue ich so eine kleine Zielscheibe auf oder so. Dann können wir das in der Parkgarage kurz machen. Oder draußen mal gucken. Irgendwo auf dem Sportplatz hinten in der Ecke. Ich muss mal gucken. Ich dachte mir heute mit der Zielscheibe, das passt nicht so ganz ins Video rein. Weil der Film sollte so schon für sich sein. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ja, im Gesamten. Könnt ihr mir gerne natürlich in die Kommentare reinschreiben. Ihr könnt mich natürlich auch, wenn ihr wollt, in meinem Forum besuchen unter www.rc-chris.com. Ansonsten auf Instagram. Vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris.